Ich krieg den Nackedei-Kanal nicht rein. Das war die Spätnachricht. Carol, die Queen of Kings, ist Anwaltsgehilfin, die in ihrem Job Kunden für Gespräche empfängt und ihren Chefs Kaffee macht. Folgenlogisch hat sie sich für diese und überraschenderweise nur diese Folge entschieden, auf Homeoffice umzusteigen, was total viel Sinn macht. Hätten sich die Hirntonis von Schreibern noch ganze 2 weitere Sekunden bemüht, hätten sie vielleicht sogar einen besseren Grund gefunden, warum unser Schminkunfall nur für den Moment einen Kredit aufnehmen möchte. Ich hab Hummeln in meinem Hintern? Verwende nicht den Hummeln im Hinternspruch, ja? Das ist meiner. Da kickt berechtigte Zweifel an der Homeoffice-Idee der Sekretärin und weigert sich, mit seiner Frau den Banktermin wahrzunehmen, da er in der Arbeit angeblich so viel zu tun hat. Verstehst du das? Beschäftigt, nicht ablehnend, nicht aggressiv. Beschäftigt! Als er in seinem Bergwerk überraschenderweise doch einige Momente der Ruhe findet, beginnt er alle John Wayne mit einer Klammerpistole herumzuschießen und tackert aus Versehen seinen Sack an seinen Hoden. Direkt in den Laufstall der Zwillinge. Just in diesem Moment ruft Carrie an und verkündet, dass sie den Banktermin so verschoben hat, dass Doug ihn nun problemlos wahrnehmen kann. Er will sein kleines, peinliches Missgeschick verheimlichen und lässt sich schnell von Deacon ins Krankenhaus fahren, während sich die Schmerzen langsam entfalten. Lassen Sie es mich doch einfach aufmalen, ja? Doug bemerkt, dass sich seine Versicherungskarte in Carries Handtasche befindet, was sicherlich der beste Platz dafür ist, und muss nun Arthur anrufen, was noch nie eine gute Idee war. Doug ist die Kurzform von Douglas. Sein Schwiegervater klaut nun die Karte. Ich habe ein Spielproblem und mein Buchmacher Jimmy Marbles wird mir die Kniescheiben brechen, wenn ich bis heute die Kohle nicht auftreiben werde. Das sind Antibabypillen, Dad. Wozu brauchst du denn Antibabypillen? Fasst er dich etwa an? Und galoppiert zum Krankenhaus. Los. Entschuldige bitte, ich habe Flushing Meadow Park verstanden und da bin ich in ein Damenfußballspiel geraten. Just in diesem Moment kommt ein Notfall herein und so ist Doug gezwungen, den Banktermin nun doch mit der Klammer im Sack wahrzunehmen. Lass sie drin. Ich bin an meine IPS-Shorts festgetackert. Du darfst nur nicht deinen Job verlieren. Während er zu halluzinieren beginnt. Andere Monate haben sie das Gefühl, als hätten sie ein Metallstück in den Hoden. Hegt Carrie endlich Verdacht und er gesteht. Sie schließen schnell den nun nötigen Kredit ab und eilen dann gemeinsam ins Krankenhaus, wo Doug die Klammer gebärt. Den Link zu meinem E-Book findet ihr in der YouTube-Beschreibung und über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. So dann, liebe Kreativskeptiker, Segel mal straff halten und auf zum Horizont.